Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Haunting Ground. Beim letzten Mal haben wir auf diesen ersten Luminescent getroffen. Dieses kleine blaue schwebende Ding. Ja, wir haben eine Schlosskizze gefunden und sind jetzt hier in der Küche. Und werden dadurch direkt mal weiterspielen. Ricardo, keeper of the castle. So sorry to hear about your accident. Your parents. As Master Udo and Mistress Ayla are both deceased, you, Miss Fiona, are the sole surviving heir of Ben Castle. Are you in pain, miss? You'll be all right. You've had a long day. Please, rest on the stairs. Your bed is beautiful. Thank you.
So, endlich geht's weiter. Wir haben gerade in der Zwischenszene einen weiteren Bewohner des Schlosses kennengelernt, und zwar Ricardo. Und wir haben außerdem erfahren, warum Fiona überhaupt im Schloss ist. Und zwar hatte sie mit ihren Eltern einen Autounfall. Die sind jetzt beide tot und Fiona ist die einzige lebende Erbin des Schlosses. Außerdem haben wir aus dem Fenster gesehen, dass hier am Baum ein Hund angeleint liegt. Unverzeihbar, ein Draht ist an das arme Tier gebunden. Es dringt tief in den Hals des Hundes ein. Ich kann nicht glauben, dass es Leute gibt, die einem hilflosen Tier so etwas antun würden und dieser Mann so groß und komisch aussehen. Ich will einfach nur aus diesem Albtraum raus, sobald ich kann. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Und wie wir sehen, hat sich da vorne eine Tür geöffnet. Da können wir aber leider noch rein gar nichts machen. Und deshalb gehen wir jetzt erstmal wieder hoch. Bevor ich reingehe, mache ich aber noch mal kurz einen kleinen Stopp hier.